Herzlich willkommen zum heutigen Webinar zu dem Thema die gezielte Suche nach antizyklischen Einstiegen, wobei der Fokus auf den Rebound Trading Setups mit dem Lonely Warrior, Jellybeans Island und Sellout liegt. Mein Name ist Marvin Herzberger und heute ist der 18. Juni 2021. Zunächst der Disclaimer. In diesem Webinar gebe ich keine Empfehlung zum Kaufen oder Verkaufen von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten. Es handelt sich somit hierbei um keine Anlageberatung. Sämtliche Aussagen spiegeln lediglich meine persönliche Meinung wider. Gesprochen wird speziell über Trading-Szenarien, sprich Einschätzungen können sich aufgrund von neuen Informationen rasch ändern. Es handelt sich hierbei nicht um Aktien, welche man kaufen und liegen lassen kann. Es sind somit keine Investments. So, fangen wir mit dem ersten Handelssetup an. Der Lonely Warrior. Ich fange zunächst mit der Theorie an, dann ein Praxisbeispiel, dann die anderen beiden Setups mit Theorie und Praxisbeispiel und dann gehen wir ins Trading Desk, um aktive Setups anzuschauen. So, der Lonely Warrior Long. Hierbei muss eine komplette Tageskerze unterhalb der Bollinger Bänder gebildet werden. Alternativ liegt eine der Tageskerzen mit einer Handelsspanne von mehr als 3% zu 90%, sprich den überwiegenden Anteil unterhalb des Bollinger Bandes im überverkauften Bereich. Und diese Grundlage wird dann am Folgetag durch ein Überschreiten des heutigen Tageshochs eingeleitet und die Verluste werden eng begrenzt. Wichtig hierbei ist, dass man einen langfristig positiven Erwartungswert nur erreichen kann, indem die Risiken stets begrenzt werden. Sprich, Risikooptimierung ist der halbe Weg, um langfristig erfolgreich an der Börse zu sein. Und mit dem Lonely Warrior haben wir ein geeignetes Setup dafür. Ein Beispiel ist die Fate Therapeutics Inc. Das ist ein amerikanischer Biotechnologiekonzern, welcher sich auf die Entwicklung programmierter zellulärer Immuntherapien für Krebs und Immunerkrankungen spezialisiert hat. Und die Zelltherapie-Pipeline des Unternehmens umfasst dabei NK- und T-Zell-Immun-Onkologie-Programme, wobei natürlich die handelsüblichen Produktkandidaten eher auf klonalen Master-iPSC-Linien abgeleitet sind und immunregulatorische Programme ausgeweitet werden. Das ist ein bisschen viel bzw. ein bisschen spezifisch, deswegen habe ich das einfach mal schnell gesagt. Konkret wurde hier jüngst ein Lonely Warrior Long gebildet, nachdem die Zwischendaten der Phase 1-Studie zu dem Präparat FT516 veröffentlicht wurden. Dabei war erstaunlich, dass 2 von 4 Patienten bei dieser Studie zuvor mit einer autologen CD19-CAR-T-Zelltherapie behandelt wurden, eine vollständige Ansprechrate erzielt wurde. Allerdings 2 Patienten wiederum zeigten nach dem ersten FT516-Behandlungszyklus eine progressive Erkrankung und brachen die Behandlung ab. Darüber hatte das Unternehmen dann aufgeklärt und solche Nachrichten hört der Markt natürlich nicht gerne. Sprich, wenn Patienten eine laufende Studie abbrechen, dann kann es sein, dass die gesamte Studie abgebrochen werden muss, weil zu wenig Probanden dabei sind oder weil sozusagen die Ergebnisse nicht mehr positiv ausfallen können. Sprich, eine Zulassung wird unwahrscheinlich. Dennoch haben sich die Analysten weiterhin positiv geäußert. So hat Piper Sandler am 4. Juni die Overweight-Einstufung mit Kursziel 113 US-Dollar bekräftigt und darauf verwiesen, dass von 11 auswertbaren Patienten bereits 8 eine ORR erreichten, darunter 6 CRS. Und insgesamt sei dies eine positive Ausgangsbasis, dass das Präparat FT516 zugelassen werden könnte bzw. weitergeführt wird und weitere Präparate in der Pipeline weisen darauf hin, dass bereits im Dezember zum Beispiel zu FT538, ein weiteres Präparat aus der Produktpipeline, im Dezember weitere Studiendaten erfolgen können. H.C. Wainwright hat dann am 7. Juni ebenfalls die Aktie positiv gecovert und die Aktie von neutral auf kaufen hochgestuft und das Kursziel bei 120 US-Dollar belassen. Der Analyst sagte dabei, dass die Ansprechrate des Präparats plus Rituxan, das ist ein anderes Medikament, welches bei der gleichen oder mit anderen Zelltherapien vergleichbar ist, das relativ gutartige Profil der Kombination weiter vorantreiben dürfte. Sprich, das Medikament könnte trotz der temporären Rücksetzer weiteres Potenzial bieten.
Schauen wir uns nun mal den Chart an, nachdem wir die Theorie ein bisschen durchgekaut haben. Das ist bei Biotechs immer ein bisschen schwierig zu erklären, muss ich dazu sagen. Wenn man sich genauer mit den Themen befasst, dann wird das mit der Zeit einfacher, weil man kennt sozusagen die genauen Thematiken, sei es in der Immunonkologie oder in den Bereichen Alzheimer-Forschung oder Krebserforschung. So, hier sehen wir das Chartbild von der Fate Therapeutic Inc. Und da sehen wir sehr schön, wie der Lonely Warrior gebildet wurde. Ein Gap Down wurde nach einem, also es wurde aufgefangen und am nächsten Tag mit dem Überschreiten des Vortageshochs wurde eine neue Rallye-Bewegung eingeleitet. Die Aktie konnte von 68 Euro innerhalb von 2 Wochen bis auf 90 US-Dollar steigen. Das ist ein Kursanstieg von roundabout 25% innerhalb kürzester Zeit. Und solche schönen Chance-Risiko-Verhältnisse suchen wir mit dem Lonely Warrior, weil das Verlustbegrenzungspotenzial oder die Verlustbegrenzung konnte hier sehr eng gewählt werden mit 2 bis 4%. Das nächste Setup, das Gilligan's Island Long. Hierbei muss die Aktie mit einem Gap auf einem neuen 2-Monats-Tief eröffnen und größere Kurslücken steigern dabei die Aussagekraft. Der Schlusskurs sollte in der oberen Hälfte der Tagesspanne und auf oder über dem Eröffnungskurs liegen. Positionseröffnung folgt dann am Folgetag knapp über dem heutigen Hoch. Die Risikotoleranz ist auch hier mit 1% sehr eng bemessen, was das Chance-Risiko-Verhältnis natürlich optimiert. Falls die Aktie innerhalb des Tages stark schließen sollte, empfiehlt Jeff Cooper, der das Setup in seinem Buch vorgestellt hat, die Position über Nacht zu halten. Schauen wir uns ein Beispiel an, die FireEye Inc., der Cyber-Security-Spezialist. Die Aktie war zuletzt insbesondere wegen Cyberangriffen medial präsent. Also hier ist allen voran der Angriff auf die Pipeline zu nennen, wo Hacker temporär dafür gesorgt haben, dass Öl und Gas nicht mehr transportiert werden konnten. Und der Konzern hat jüngst beschlossen, dass das FireEye-Produktgeschäft verkauft werden soll. Und dazu hieß es in der Pressemitteilung, FireEye Inc. hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines FireEye-Produktgeschäfts einschließlich des Namens FireEye an ein von der Symphony Technology Group geführtes Konsortium in einer Bartransaktion für 1,2 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Natürlich muss hier die Transaktion vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigung bis zum 4. Quartal 2021 abgeschlossen werden. Diese Nachricht hört sich tendenziell auf den ersten Blick positiv an. Dann gab es noch eine weitere Nachricht. Der Konzern gab bekannt, dass ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen US-Dollar aufgelegt wird, was vom Vorstand genehmigt wurde und dann natürlich sich positiv auf den Aktienkurs auswirken sollte. Und der dritte gute Punkt bei FireEye Inc. war, dass anschließend nach der Ankündigung am 4. und am 9. Juni Insider-Aktien für insgesamt roundabout 670.000 US-Dollar gekauft haben. Klingt alles tendenziell positiv. Schauen wir auf den Chart. Da sieht man, die Aktie ist nach der Nachricht, dass die Namensrechte und das Produktgeschäft verkauft werden, eingebrochen. Direkt am ersten Tag war es ein prozentual zweistelliger Einbruch und innerhalb des zweiten Tages gelang dann erst die Kursstabilisierung. Allerdings temporär wäre man, wenn man direkt vor der Nachricht eingestiegen wäre, zeitweise minus 20,58% hinten gewesen. Dann aber Gilligan's Island, die Kursstabilisierung erfolgte und direkt am Folgetag konnte man einsteigen und innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Handelstagen ging es kontinuierlich nach oben. Tendenziell ist das Gilligan's Island nicht auf einen solchen, also auf einen so langen Zeitraum ausgelegt. Dennoch kann man natürlich halten, wenn höhere Tiefs und höhere Hochs markiert werden im Chartbild. Ich würde dann nicht unbedingt aussteigen, sondern drin bleiben und die Verlustbegrenzung immer unter das Vortagestief nachziehen. So hat man die Chance, weiter an einer laufenden Bewegung zu partizipieren. Auf der anderen Seite begrenzt man das Abwärtspotenzial, indem man jeweils die Verlustbegrenzung am Folgetag nachzieht. Das dritte Handelsmuster ist der Sellout. Hierbei muss ein neues 3-Monats-Tief ausgebildet werden. Der Tag schließt in der unteren Hälfte, nicht in der oberen Hälfte wie beim Gilligan's Island Setup. Es muss ein intakter langer Abwärtstrend vorhanden sein. Der Abstand zum 3-Monats-Hoch muss mindestens 25% sein.
Und am heutigen Tag muss der Verlust mindestens 5% betragen. Wichtig, hier kommt jetzt auch das Volumen ins Spiel. Es sollte mindestens doppelt so hoch sein wie der Durchschnitt der letzten 4 Wochen. Das ist wichtig, weil großes Volumen deutet darauf hin, dass große Umschichtungen am Markt stattgefunden haben. Und bei einem Abverkauf ist das natürlich positiv, wenn sich neue Anleger positionieren und gleich mit großem Volumen reingehen. Diese Anleger können strategische Investoren sein, die dann natürlich nicht nur auf den kurzfristigen Rebound setzen, sondern auf eine langfristige Bewegung aus sind. Und solche wollen wir als kurzfristige Trader natürlich mit ausnutzen bzw. mit daran partizipieren, wie sie ihre Bewegung positionieren wollen. Der Einstieg bei diesem Setup erfolgt dann am Folgetag am heutigen Schlusskurs. Die Verlustbegrenzung wird unterhalb des tieferen Tiefs angesetzt. Da muss man allerdings sagen, das kann auch individuell etwas angepasst werden, je nachdem, wie man die Kursbewegung einschätzt, wie die Nachrichtenlage insgesamt ist und was das Gap Down ausgelöst hat. Schnelle Gewinnmitnahmen hier können hier nach 7 bis 10% erfolgen. Allerdings mittelfristig haben wir herausgefunden, dass das Setup auch ein deutliches Outperformance-Potenzial bieten kann, wenn man Aktien nach einem Sellout länger hält, weil, wie gesagt, die strategischen Investoren, wenn das Handelsvolumen deutlich erhöht war, sich positioniert haben und die nicht nach einer kurzen Bewegung rausgehen, sondern vielleicht sogar zukaufen, weil die Erholung dann stattfindet. Schauen wir uns auch hier ein Beispiel an. Die Dycom Industries Inc. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen, welches Vertragsdienstleistungen in der gesamten Vereinigten Staaten von Amerika anbietet und die Dienstleistungen umfassen dabei insbesondere Ingenieur-, Bau-, Wartungs- und Installationsdienstleister für Dienstleistungen für Telekommunikationsanbieter, Dienstleistungen zur Lokalisierung unterirdischer Anlagen, für verschiedene Versorgungsunternehmen und natürlich Dienste für Bau- und Wartungsunternehmen aus Strom- und Gasversorgungsbereichen. Der Konzern hatte am 25. Mai seinen Quartalsbericht vorgelegt und dabei bei einem Umsatz von 727,5 Millionen US-Dollar ein Quartalsverlust in Höhe von minus 0,04 US-Dollar je Aktie vorweisen müssen. Die Konsensschätzungen hingegen waren beim Umsatz 752 Millionen und bei den EPS plus 0,06 US-Dollar. Das heißt, neben dem Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat man auch die Erwartungen der Analysten verfehlt. Infolgedessen haben die ersten Analysten auch direkt reagiert. So hat B. Riley zum Beispiel die Kaufempfehlung bekräftigt, allerdings das Kursziel von 97 US-Dollar auf 86 US-Dollar gesenkt und dabei seine Schätzung für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 angepasst, um die kurzfristige Schwäche und die begrenzte Sichtbarkeit des Auftragsbestandes wiederzuspiegeln. Er bleibt dennoch optimistisch hinsichtlich der Aussichten auf verbesserte Kapitalinvestitionen in die drahtgebundene und drahtlose Infrastruktur in den USA. Sprich, tendenziell geht der Analyst weiter davon aus, dass die Infrastrukturausgaben steigen werden, so wie es ja auch von Präsident Biden angekündigt wurde, und dass Dycom Industries davon profitieren dürfte. Klingt ebenfalls positiv, allerdings merken wir uns, der Quartalsbericht am 25. Mai. Wir schauen in das Chartbild. 25. Mai, Gap Down. Dann Folgetag. Die Aktie eröffnet deutlich schwächer mit einem erneuten Gap Down. Allerdings, dieses Gap Down wurde aufgefangen. Und dann, Aktie tendiert in Richtung 70 US-Dollar, erreicht den Vortagesschlusskurs. Das Einstiegssetup Sell-Out wurde getriggert und Anleger konnten einsteigen mit einer Absicherung unter dem dann markierten Tagestief. Und wie man sieht, die Aktie ist auch kontinuierlich gestiegen. Und was ich eben bereits beim Gilligan's Island gesagt habe, auch hier könnte man so agieren und die Verlustbegrenzung, sprich die Absicherung, unter das tägliche Tagestief nachziehen. Weil so partizipiert man auch in diesem Fall kontinuierlich an der Bewegung, die dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tage kontinuierlich nach oben ging. Am 10. Tag wurde ein Inside Day markiert. Und als dieses Tief vom Inside Day unterschritten wurde, wären wir bei diesem Setup rausgegangen. Und auch hier hätten wir die Bewegung fast bis zum Verlaufshoch von 70 US-Dollar roundabout bis roundabout 82 US-Dollar mitnehmen können. Das wären auch schon wieder deutlich mehr als 10% gewesen. Und das bei einer kontinuierlichen Bewegung mit täglich steigenden Hochs und steigenden Tiefs. Beziehungsweise steigende Hochs hatten wir nicht immer. Da haben wir nämlich auch nochmal einen Inside-Day gehabt, Anfang Juni. Aber
Ein sehr aussichtsreiches Setup. So, dann sind wir mit der Theorie durch. Wir gehen ins Trading Desk auf TraderFox.com. Was ich hier jetzt zunächst geöffnet habe, ist eine Marktübersicht. Ich ziehe sie mal in die Mitte, weil da sehen wir direkt, alle Aktienindizes sind im Minus und damit könnten wir heute wahrscheinlich wieder schöne Rebound-Setups sehen, beziehungsweise die Vorbereitung für solche Rebound-Setups, weswegen das Thema heute perfekt passt. Auf der anderen Seite sehen wir Rohstoffe tendenziell grün im positiven Bereich, sowohl Brent, also Öl, Gold, Silber und andere Rohstoffe konnten ebenfalls Kurssteigerungen erzielen. Also eine gute Ausgangsbasis, um nach Rebound-Setups zu suchen. Ich schließe die Marktübersicht und gehe ins Trade Radar. Das Trade Radar bietet uns die Übersicht über verschiedenste Handels-Setups mit verschiedenen Ausrichtungen, sei es Rebound-Signale, Trendfolgemuster, Swing Trading, Range Breakout-Setups. Und das Interessante dabei ist immer, wir sehen auf ein ausgewähltes Aktienuniversum in einem gewissen Zeitbereich, welchen wir konkretisieren können. Wir können zum Beispiel den heutigen Tag anschauen. Wir können auf Sicht von 5 Tagen, 10 Tagen, 20 Tagen alles sortieren. Nun möchte ich mit dem Aktienuniversum anfangen. Wir switchen, weil Deutschland alle mit einem Volumen von größer einer Million auf Sicht von 5 Tagen tendenziell noch wenige Setups ausgebildet hat. Wir wechseln deshalb auf ein breiteres Aktienuniversum, Europa. Und da sehen wir schon ganz andere Zahlen. Zum Beispiel wurden 14 Hyperbol Long Setups im Zeitraum von 5 Handelstagen getriggert. Und, was auch bemerkenswert ist, natürlich weil heute der Abverkauf stattgefunden hat, Trendfolge-Setups funktionieren gerade gar nicht. Die Erfolgswahrscheinlichkeiten liegen bei unter 50% bei jedem unserer Trendfolge-Setups. Ähnlich die Swing Trading Setups mit bullischem Hintergrund. Sehr niedrige Erfolgswahrscheinlichkeiten bis hin zu Wahrscheinlichkeiten von 0, dass es aufgeht. Wobei hier allerdings relativiert werden muss, das Setup wurde hier nicht getriggert, wie wir das sehen. Wir gehen zu den Rebound Setups und schauen uns den Sellout an. Erfolgswahrscheinlichkeit aktuell 50% bei 4 getriggerten Setups und ein Setup war mustergültig. Ich klicke einmal auf Sellout. Dann öffnet sich eine Übersicht mit dem Muster Sellout auf Tagesbasis im Zeitraum von 5 Handelstagen und für die europäischen Aktien mit einem Volumen größer 2 Millionen. Wir sehen, aktuell gibt es keine Formation. Das wird sich in der kommenden Woche dann ändern, wenn wir weitere Kursverluste am Gesamtmarkt sehen werden. Ich schließe das mal ganz kurz. So, wir sehen, bei 4 Aktien wurde das Setup getriggert, beziehungsweise bei AB Science wurde das zweimal getriggert, einmal am 10. Juni, kurz nach der Handelseröffnung, und einmal am 11. Juni. Wir öffnen mal die Aktie. Das wäre jetzt ein Sellout, welchen ich noch nicht handeln würde. Die Aktie konsolidiert und hier ist unklar, ob wir die nächste Abwärtswelle sehen oder ob es eine Erholungsbewegung gibt. Ich schließe die Aktie wieder. Welche ich mir jetzt genauer anschauen möchte, insbesondere für die kommende Woche, ist die McPhy Energy. Ich öffne sie. Schaut euch das an. Ein dynamisches Gap Down. Oder ich mache den Chart mal ein bisschen größer. Wir sehen ein dynamisches Gap Down. Sellout Setup wurde getriggert. Allerdings, hier sehen wir, nach einem Tag würde ich noch nicht in den Sellout greifen. Sprich, meistens würde es schlauer sein, zunächst abzuwarten, ob die Kursstabilisierung verteidigt wird oder nicht. Hier war es nicht der Fall. Und wir sehen, dass die Aktie weiter korrigiert hat, heute mit einem Gap Down in den Handel gestartet ist und nochmal enorm gefallen ist. Ausgehend vom gestrigen Schlusskurs sind es heute wieder minus 11% gewesen. Was war hier der Trigger? Schauen wir auf die Infobox. Wir sehen, der Gap Down Tag war der 16. Juni. Ich gehe in die Infobox. Ich gehe auf Nachrichten und hier sehen wir jetzt keine Nachrichten. Allerdings, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil der Vorführeffekt.
am 16. Juni. Die Aktie ist mit dem Gap Down in den Handel gestartet, weil der Konzern seinen Umsatz für das erste Halbjahr vorläufig präsentiert hat. Und dieser soll gemäß des Konzerns nur bei über 5 Millionen US-Dollar liegen. Und zum Vergleich, im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern 5,4 Millionen Euro erzielt. Dieser Rückgang ist insbesondere deswegen aus Anlegersicht schlecht zu bewerten, weil der Konzern ist im Bereich Wasserstofftechnologien, Brennstoffzellentechnik aktiv. Und wenn wir da auf die Peer Group schauen, viele Unternehmen konnten ihre Umsätze steigern, trotz der Pandemie. Und McPhy Energy hat jetzt damit argumentiert, dass die Krise daran schuld ist, dass der Umsatz rückläufig ist. Langfristig, das muss das Unternehmen natürlich sagen, hält man an den, also an den strategischen Investitionen, den Aussichten für die Industrie und natürlich die langfristigen Wachstumsziele beim Umsatz und Gewinn fest. Allerdings, selbst bis 2024 erwartet der Konzern weiterhin negativ zu sein, beziehungsweise geht der Analystenkonsens davon aus, dass das Unternehmen keine positiven EPS erzielen wird. Das heißt, langfristig wäre ich bei McPhy Energy aus dem Wasserstofftrend vorsichtig. Kurzfristig könnte hier sich allerdings eine Übertreibung entwickeln. Ich zeichne die Bollinger-Bänder mit ein und dann sehen wir die komplette Tageskerze ist unterhalb des Bollinger-Bandes. Sowas möchte ich sehen. Da sehen wir eine komplette Übertreibung. Und die Aktie ist heute auf. Das Tief hat sie auch rausgenommen. Das heißt, sie hat das Tief vom Oktober 2020 bereits rausgenommen und notiert jetzt in dem Bereich, wo sie zuletzt hier im August 2020 notierte. Das heißt, wir haben hier einen enormen Abverkauf. Diese Grundlage könnte sich in der kommenden Woche anbieten, wenn, also ich würde hier gerne noch einen Panic Peak sehen. Das heißt, nochmal ein Gap Down und dann einen schnellen Ausverkauf mit einer Hammerkerze. Also eine lange Lunte nach unten und ein kleiner Kerzenkörper. Dann hätten wir die Grundlage für ein Gilligan's Island, für ein Sellout und gleichzeitig für den Lonely Warrior. Und was ich persönlich auch sehr gut bei der Aktie finde, für ein antizyklisches, kurzfristiges Setup wohlgemerkt, dass Bärenberg die Aktie nun ins Coverage wieder aufgenommen hat, beziehungsweise neu bewertet hat. Und dabei haben die Analysten die Einstufung von Halten auf Kaufen hochgesetzt. Gleichzeitig allerdings das Kursziel von 35 Euro auf 30 Euro gesenkt. Und zur Begründung hatte der Analyst gesagt, er bleibe positiv bezüglich der langfristigen Aussichten des Konzerns und die Wasserstoffwirtschaft im Allgemeinen. Kommentare zum möglichen Zeitpunkt größerer Auftragsvergaben deuten jedoch auf nur begrenzte Aktivitäten in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 hin, 2021 hin. Das heißt, positiver Analystenkommentar mit aktuell 50% Kurspotenzial. Allerdings, wie gesagt, ich würde hier noch einen roten Tag gerne abwarten, einen schnellen Shakeout und dann antizyklisch einsteigen, weil die Rahmenbedingungen für alle drei Setups, die wir jetzt heute besprechen wollen, sind dann gegeben. Also ein spannender Kandidat für die kommende Woche. Ich schließe es und jetzt haben wir hier ja schon den Sellout eingestellt und machen es uns einfach. Wir ändern einfach das Aktienuniversum. Und schauen auf die volumengewichteten amerikanischen Aktien 2000. Und da möchte ich direkt auf ein gestern getriggertes Setup eingehen, die Sage Therapeutik. Also zunächst einmal auffällig ist, dass wir hier wieder Biotechs sehen. Drei Biotechs sind in der Liste der Sellouts. Das sollte uns schon mal darauf aufmerksam machen, dass die Biotechs momentan abverkauft werden könnten, beziehungsweise einige Vertreter der Biotechs. Und bei Biotechs ist es häufig so, dass FDA-Daten einen Abverkauf auslösen. So war es auch bei der Sage Therapeutics, welche sich auf die Erforschung des Nervensystems und des Gehirns spezialisiert hat. Konkret gab es hier, ich mache den Chart auch mal wieder größer. Wir sehen schon erste Schwächetendenzen am 14., also am Montag, ein Abverkauf. Und dann nachbörslich wurde bekannt gegeben, dass die
entscheidenden Phase-3-Daten zu einem Medikament, welches man zusammen mit Biogen entwickelt, eher weniger erfolgreich sind. Und die Experten zeigten sich dabei enttäuscht darüber, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit nur bei 86% liegt und in der Abschlussrate nur 90,3% erzielt wurden. Das heißt, hier gab es schlechte FDA-Nachrichten. Ein Gap-Down wurde ausgebildet. Die Aktie ist auf ein Mehrmonatstief gefallen. Sie hat weiter nachgegeben. Und hier sehen wir, der Vortagesschlusskurs wurde nicht ganz getriggert. Es kam ein weiterer Ausverkauf. Und jetzt deutet sich eine Kursstabilisierung an. 1, 2, 3, 3 Tage danach, am vierten Tag, jetzt könnte etwas losgehen. Nun heißt es abwarten. Ich würde persönlich gerne noch diese Candle abwarten. Und wenn sich die Aktie stabil zeigt, dann könnte man am Montag darüber nachdenken, hier eine Rebound-Position einzugehen und dann auch darauf zu spekulieren, dass die Aktie A in die Bollinger Bänder zurückkehrt und B die 7-10% Bewegung innerhalb kürzester Zeit macht. Die Risikotoleranz lässt sich auch hier gemäß des Setup-Sell-Out sehr eng begrenzen. Unterhalb des Verlaufstiefs, welches hier bei 53,80 US-Dollar markiert wurde. Knapp darunter können Anleger die Risikotoleranz begrenzen und auf eine Bewegung in Richtung 60 oder ich persönlich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass die Aktie den GD20 ansteuern wird, welcher natürlich in den kommenden Tagen sukzessive absenken wird. Aber über der 60 US-Dollar Marke in den kommenden anderthalb bis zwei Wochen liegen wird, meine Vermutung. Also auch ein sehr interessantes Setup, um sich zu positionieren, nachdem jetzt Stabilisierungstendenzen erkennbar sind. Genau. Positiv hierbei ist auch, dass am 16., also an diesem Tag, wo der zweite Tag des Abverkaufs war, beziehungsweise der dritte, wenn wir diesen ersten Tag bereits mit einbeziehen, die Insider wieder zugegriffen haben. Hier gab es Insiderkäufe nach dem Sellout in einem kumulierten Volumen in Höhe von 595.000 US-Dollar, was natürlich auch schon eine Relevanz hat. Und am gleichen Tag hatte Stiefel das Kursziel zwar von 121 auf 95 US-Dollar gesenkt, allerdings die Kaufempfehlung bekräftigt. Und wenn wir schauen, die Aktie notiert im Bereich von 55, dann ist es bis 95, das ist hier oben, ein enormer Weg. In Prozent gerechnet wäre das roundabout 72% Kurspotenzial. Allerdings muss man dazu sagen, bei Biotechs werden oftmals hohe Kursziele ausgerufen, welche dann kurzfristig nicht erreicht werden können. Sprich, wenn wir den Sell-out handeln wollen, wäre das eine kurzfristige Positionierung mit einem Potenzial von meiner Ansicht nach 10-20%. Und mittel- bis langfristig könnte man natürlich darauf spekulieren, dass der Konzern überzeugen wird und dann das 52 Wochen hoch wieder in Angriff nimmt. Allerdings wäre das dann nicht mehr kurzfristig ausgerichtet. Genau. Dann haben wir in der Übersicht jetzt noch keine aktuellen Trefferformationen. Allerdings möchte ich euch eine Aktie zeigen, welche ich persönlich vorhin entdeckt habe. Tiere Pharma. Das ist auch ein lehrbuchmäßiger Sellout meiner Ansicht nach. Schaut euch das an. Die Aktie ist mit einem dynamischen Gapdown in den Handel gestartet und die ist erst seit September vergangenen Jahres börsennotiert. Sprich, es ist ein All-Time-Low. Allerdings, schaut euch die Tageskerze an. Die Aktie konnte sich stabilisieren und es formt sich eine grüne Tageskerze komplett unterhalb des Bollinger Bandes. Hier sehe ich deutlich mehr Potenzial als die anvisierten 10%. Ich denke, die Aktie kann wieder in Richtung 15 US-Dollar oder sogar in Richtung mittelfristig dann gedacht, Gap Closing bei 17,93 US-Dollar tendieren. Allerdings wichtig zu wissen, was hat das Gap Down ausgelöst? Hier wurde das Gap Down ausgelöst, weil die Präsidentin und CEO Lynn Carvers vorübergehend beurlaubt wurde, da sie potenziell in ihrer Doktorarbeit geschummelt haben könnte, was jetzt gerade überprüft wird.
Und diese Überprüfung könnte gemäß der Börsianer im Zusammenhang mit der aktuellen Studie zu ATH 1017 stehen. Das ist ein Medikament, welches gerade im Bereich der Alzheimer-Erkrankten erforscht wird. Und die Marktteilnehmer vermuten, dass das einen Zusammenhang geben könnte. Allerdings, der COO des Konzerns hat dies direkt verneint und gesagt, dass die Doktorarbeit komplett getrennt von den Alzheimer-Studien beim Präparat 1017 abgelaufen seien. Und aus diesem Grund haben sich die Analysten das Unternehmen nochmal genauer angeschaut. Und zum Beispiel Jefferies hat direkt mit dem COO und der Präsidentin telefoniert und die Kaufempfehlung mit Kurs C 40 US-Dollar bekräftigt. Und auch Stifel sehen das ähnlich. Der Analyst von Stifel hat gesagt, er sieht klinisches Potenzial im Leitobjekt ATH 1017 bei der Alzheimer-Krankheit, das sich von anderen Wirkstoffen im klinischen Stadium in diesem Bereich durch seine vielversprechenden führenden Daten zu Mechanismus agonomischen Biomarkern der Kognition einschließlich der P300-Latenz unterscheide. Afira verfolgt zwei placebo-orientierte Alzheimer-Studien und die Erfolgswahrscheinlichkeit sieht der Experte bei 30%, was tendenziell niedrig ist. Allerdings kann dieses durch ein weiteres Voranschreiten bei den FDA-Zulassungsstadien natürlich kontinuierlich ausgeweitet werden. Der Spitzenumsatz im Bereich dieser Alzheimer-Krankheit könnte für den Konzern Atira Pharma bis zu 5 Milliarden US-Dollar betragen. Deswegen sieht Stifel weiterhin ein Kurspotenzial von oder eine Kursverdreifachung als möglich an. Die haben nämlich ein Kursziel von 36 US-Dollar ausgerufen. Also die Aktie finde ich gerade sehr spannend. Komplett unterhalb des Bollinger Bandes. Die Tageskerze heute deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer nach dem Panic Gap Down wirklich nur in einer Panik reagiert haben, sprich der Verhaltensökonomie gefolgt sind und dass es eine Übertreibung ist. Was Anleger natürlich nicht machen sollten, in Panik bzw. in Euphorie verfallen. Und ich sehe hier deutliches Erholungspotenzial. Eine Absicherung könnten Anleger dann unter dem heutigen Tief platzieren, welches bei 9,72 US-Dollar markiert wurde. Chance-Risiko-Verhältnis aus meiner Sicht, trotz des Risikopotenzials von 20%, natürlich, weil die Aktie jetzt schon weit vorangeschritten ist, sehr gut. Also eine schöne Kurserholung wird hier erwartet. Die Analysten sind weiterhin bullish, weil die davon ausgehen, dass die Doktorarbeit von der Lean Carvers nichts mit dem mit den derzeitigen Alzheimer-Studien zu tun hat. Das passt. Rebound Setup par excellence, meiner Ansicht nach. Gut, wir schließen die Aktie. Wir schließen das Sellout-Muster. Wir gehen in das Trade-Radar zurück. Wir gehen wieder auf die amerikanischen Werte, auf Sicht von 5 Handelstagen und schauen uns jetzt mal ein Setup an, welches sich nicht handeln würde. Warum? Die Erfolgswahrscheinlichkeit liegt aktuell nur bei 11%. Der Lonely Warrior Loan. Ich klicke einmal rauf, dann öffnet sich die Übersicht. Hier sehen wir Lonely Warrior Long auf Tagesbasis, 5 Handelstage, Aktienuniversum, die amerikanischen 2000 Aktien, Erfolgswahrscheinlichkeit 11%. Wie ergibt sich diese Erfolgswahrscheinlichkeit? Insgesamt wurden 9 mal 9 Lonely Warriors getriggert in diesem Zeitraum in den 5 Handelstagen. 8 davon weisen aktuell einen Buchverlust auf, nur eine weist einen Buchgewinn auf. Und hier sehen wir, das ist die Tor Industries, die gerade einen Buchgewinn aufweist. Schauen wir uns das mal an. Das sieht aber auch meiner Ansicht nach nicht wirklich überzeugend aus. Die Aktie notiert bereits, also notiert nur knapp über dem Schlusskurs vom Freitag, vom gestrigen Handelstag. Und das sieht nicht überzeugend aus. Da würde ich die Position jetzt schon wieder schließen, weil bei einem Lonely Warrior würde ich mehr Dynamik erwarten. Wir schließen die Aktie und dann sehen wir andere Setups, alle im Buchverlust. Die AGNC Inc. minus 4% seit dem Setup. Casey General Stores minus 3,9%. Das ist nicht überzeugend. Dennoch, hier haben wir auch wieder die Sage Therapeutics Inc., welche wir eben besprochen haben. Und eine Aktie, welche ich hier sehr interessant finde, die Lazy Boy Inc. Schaut euch das an. Ich mache es wieder groß.
Ein wunderschöner Abverkauf unter erhöhtem Handelsvolumen. Schauen wir mal hier nach, ob der Trigger genannt wird unter den Nachrichten. Das Datum des Abverkaufs war der 16. Juni. Wir gehen in die Infobox und da sehen wir es, Quartalszahlen. Allerdings, die Quartalszahlen waren nicht so schlecht, wie das Gap Down jetzt erahnen lässt, weil der Hersteller von Polstermöbeln und Ruhesesseln sowie Wohnmöbeln konnte die EPS steigern um 77% im Vergleich zum Vorjahr auf 0,87 US-Dollar je Aktie. Zum Vergleich, erwartet wurden 0,74. Das heißt, da war das Unternehmen deutlich drüber. Der Umsatz lag bei 519,5 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 41% entspricht. Sprich, Umsatz um 41% gesteigert, EPS um 77% gesteigert. Das sind klasse Aussichten, also fundamental gesehen. Deswegen dieser Abverkauf auf Panik zurückführbar sein könnte. Ich persönlich finde das Setup sehr interessant, weil es durch fundamental starke Daten untermauert wird. Das heißt, eigentlich würde man ja denken, starke Quartalszahlen lösen eine Erholungsbewegung aus. Nicht bei dieser Aktie, zumindest in den ersten 1, 2, 3 Tagen. Und oftmals sieht man es, dass Aktien 1, 2, 3 Tage korrigieren und dann einen neuen Trendschub einleiten. Also die habe ich jetzt für Montag auch genau auf der Watchlist, weil wenn sie das heutige Hoch überschreitet, welches bisher bei 36,66 US-Dollar markiert wurde, wenn sie das überschreitet, dann kann es eine dynamische Erholungsbewegung in Richtung ja, 39, also die 10% könnten wir hier auch mit einem Lonely Warrior beziehungsweise dem, nee, Sellout ist es nicht, weil wir hier keinen Abwärtstrend haben, aber mit dem Lonely Warrior. Die Absicherung können Trader dann am Montag unter diesem Tief platzieren, welches bei 35,856 US-Dollar markiert wurde. Das heißt, Absicherung bei 35,85 und Einstieg, wenn wir beim aktuellen Kursniveau bleiben, wäre knapp über dem heutigen Hoch, sprich bei roundabout 36,7 US-Dollar. Schöne Chance-Risiko-Verhältnis für einen Rebound, zumal die fundamentalen Daten klasse waren. Das heißt, die sollten wir auf jeden Fall auf der Watchlist haben für einen antizyklischen Long-Einstieg gemäß des Lonely Warrior. Gut, ich schließe die Aktie wieder, ich schließe die Nachrichtenseite. Dann schauen wir noch eine zweite Aktie an, welche ich interessant finde für den Lonely Warrior. Oh, schaut euch das an. Die Erfolgswahrscheinlichkeit, das ist alles in Echtzeit, ist gerade auf 0% gesunken. Die Tor Industries ist auch nach unten gedreht und markiert jetzt auch einen negativen Wert. Das heißt, kurzfristig mit dem Lonely Warrior Long vorsichtig sein, außer man hat spezielle Stories im Blick, wie zum Beispiel die Lazy Boy, die ich wie gesagt interessant finde. Und die zweite Aktie, die wir jetzt besprechen wollen, ist die Cognizant Technology Solutions Corp. Ich ziehe auch hier den Chart etwas größer. So, das ist ein IT-Dienstleister, welcher sich auf die Beratung und Outsourcing-Dienstleistungen spezialisiert hat. Und dabei adressiert man Kunden aus verschiedensten Branchen, sprich Finanzdienstleistungen, Medien, Kommunikation, Gesundheitswesen, Rohstoff- und Konsumgüter. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir hier ein starkes Gap-Down. Anschlussverkäufe. Das ist keine dynamische Erholung, wie ich ja eben bereits gesagt habe. Will ich bei einem starken Abverkauf eine dynamische Erholung sehen, weil sonst ist das Setup meiner Ansicht nach nicht intakt. Und hier sehen wir niedrigeres Hoch, beziehungsweise mit viel Fantasie hat man hier auch eine SKS-Formation und dann die nächste Abwärtswelle. Heute eine komplette Tageskerze unterhalb des Bollinger Bandes. Die Bollinger Bänder weiten sich. Das ist auch interessant zu wissen, weil sich oftmals Aktien an den weitenden Bollinger Bändern entlang hangeln können. Das heißt, diese Aktie habe ich für die kommende Woche auf der Watchlist, allerdings nicht mit so einer Candle. Ich möchte gerne noch einen weiteren Abverkauf sehen. Antizyklisch könnte die Aktie vielleicht interessant werden, wenn sich roundabout Mittwoch oder Donnerstag eine Kursstabilisierung mit einem Hammer formen würde. Im Bereich des unteren Bollinger Bandes beziehungsweise unterhalb des Bollinger Bandes im überverkauften Bereich. Dann könnte sich eine schöne Chance-Risiko-Verhältnisposition anbieten in Richtung 70 US-Dollar. Aber nicht bei so einer Candle.
Sowas wollen wir nicht sehen, weil das ist komplett rot, das ist ein Abwärtstrend. Gut, schließen wir die Aktien. Und nun möchte ich den Lonely Warrior gerne bei europäischen Aktien anschauen, weil wir wissen jetzt, am amerikanischen Aktienmarkt funktioniert das Setup gerade gar nicht. Wie sieht es auf dem europäischen Markt aus? Ich wähle das Aktienuniversum Europa und hier sehen wir 42%, insgesamt 7 getriggerte Muster, 4 davon im Verlust, 3 im Gewinn. Klingt schon mal besser, wenn auch nicht optimal. Als optimal würde ich es erst ansehen, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit bei über 50% liegt. Dann kann man davon ausgehen, dass auch weitere Setups mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit zu Kursanstiegen führen werden. Was ich hier allerdings gerade interessant finde, worauf ich euch aufmerksam machen möchte, ist, schauen wir auf die potenziellen Kandidaten, die Formation, welche das Setup nicht getriggert haben, dann sehen wir Stahlwerte. Also Stahlwert Nummer 1, Stahlwert Nummer 2, Stahlwert Nummer 3. Das heißt, hier sehen wir eine komplette Schwäche der Stahlwerte. Das sollten Anleger für die kommende Woche im Auge behalten, weil dieser Abverkauf könnte nicht nur temporärer Natur sein, sondern sich mittelfristig erstrecken, nachdem wir zuvor eine dynamische Rallye gesehen haben. Aber hier sehen wir auch wieder die Formation McPhee, die ich vorhin ja bereits besprochen habe, welche in der kommenden Woche ein antizyklisches Setup bilden könnte. Das heißt, auf der Watchlist behalten und beachten, Stahlwerte verlieren gerade markant an Wert, was natürlich daran liegt, dass die Aktien zuvor mit zu den stärksten Branchen gehört haben. Schauen wir mal hier rauf. Was ich hier interessant finde, die Nachricht. Dieser Abverkauf wurde nicht, beziehungsweise hat einen direkten Grund, warum die Acerinox SA heute um minus 9,3% fällt. Wir gehen auf die Infobox, wir gehen auf die Nachrichten und da sehen wir es, die Nachricht. Nippon Steel hat seinen Anteil, beziehungsweise hat einen Anteil von 7,9% der Aktien für roundabout 218 Millionen Euro am Aktienmarkt platziert. Das sorgt natürlich für Druck. Der Platzierungspreis hier lag bei 10,20 US-Dollar, Euro. Pro Aktie, was einem Abschlag von 5,7% gegenüber dem Schlusskurs des Vortages entsprach. 10,2, der Pivotal Point, hier sehen wir, der wurde nicht verteidigt. Das heißt, hier kann man davon ausgehen, dass alle Aktionäre, die diese Platzierung angenommen haben, jetzt im Buchverlust sind. Das ist natürlich nicht gut, weil das könnte weiteren Verkaufsdruck erzeugen. Wenn die neuen Shareholder kurzfristig unter Druck geraten, könnte es sein, dass die den Verkaufsdruck weiter beschleunigen und die Aktie dann weiter fällt. Allerdings, komplette Tageskerze unterhalb des Bollinger-Bandes. Wenn es hier noch mit einer 1-2-3-Korrektur, sprich Dienstag oder Mittwoch, würde ich die Aktie nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Und wenn sich dann ein Hammer formt, so wie hier, dann könnte eine Erholungsbewegung eingeleitet werden. Alternativ wäre natürlich auch ein Doji bzw. ein Morningstar-Setup interessant. Also Watchlist Stahlwerte für die kommende Woche, allerdings noch nicht für Montag, weil die Abwärtswellen könnten sich zunächst fortsetzen. Genau. Dann schauen wir nochmal beim Jelligan's Island, auch der europäischen Aktienwerte. Und da sehen wir auch eine extrem niedrige Trefferquote. Das heißt, Jelligan's Island am europäischen Aktienmarkt würde mich gerade auch eher weniger interessieren. Wir sehen hier bei einer Corbion, Orange, Altri, Hochtief, nochmal die Altri, die findet sich hier mehrfach. Ja, eine komplette Abwärtsbewegung, beziehungsweise das würde ich nicht handeln wollen. Ich will klare Setups, klare Übertreibungsmuster, wo ich die Verhaltensökonomie ausnutzen kann, sprich die Panik der Anleger und dann antizyklisch agieren. So, das war's. Ich halte die Aufzeichnung an.